Hallo meine Lieben, ja, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Wir werden heute die Karten bzw. das Universum befragen, welche Botschaft ja heute für uns wichtig ist für die nächste kommende Zeit. Das ist eine allgemeine Legung. Bitte schau, ob du in Resonanz damit gehst. Falls du eine Privatlegung möchtest, findest du meine Kontaktdaten in der Infobox unter diesem Video. So, hier sind zwei Karten gefallen. Einmal die unverhofften Gäste. Und einmal das magische Gebet. Das ist sehr interessant. Also die unverhofften Gäste. Ja, entweder hast du Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht, sage ich mal, eine Lektion jetzt für dein Leben sind, wo du vielleicht auch getestet wirst, inwieweit stehst du zu deinen Grenzen. Und vielleicht geht es jetzt auch einfach in deiner Situation darum, Menschen in deinem Umfeld zu reduzieren, sage ich jetzt mal, die für dich Energievampire darstellen, ja. Und wenn du das Gefühl hast, das ist nicht so einfach in deiner Situation, ja, es ist so schwer, dich von gewissen Menschen zu lösen, weil oft ja auch Abhängigkeiten an solchen Menschen sind, dann sagt das Orakel dir jetzt hier auch, dass dir jetzt hier Gebete helfen können, beziehungsweise dich mit der Quelle zu verbinden, egal an was du jetzt glaubst, das Universum oder an Engel oder an Gott oder ne, etc. Jeder hat ja da etwas anderes, einen anderen Glauben, aber das kann dir jetzt helfen, dir diese Stärke mitzugeben, dich schlussendlich von unverhofften Gästen zu verabschieden. Wenn du, und es kann natürlich auch sein, dass jetzt in der kommenden Zeit auch tatsächlich Menschen reinkommen, ja, die, sage ich mal, die sich nicht richtig oder gut für dich anfühlen, ja, dass du da tatsächlich jetzt auch wirklich bei dir bleibst, in deinem eigenen Rahmen und diesen Rahmen eben auch beschützt und nicht Menschen in dein Energiefeld reinlässt, wo du das Gefühl hast, die ziehen dir Energie ab. Das ist ganz wichtig. Jetzt machen wir mal weiter mit den Tarotkarten. Ups. Dazu nehme ich 6 Karten. Da hat sich schon eine umgedreht, der Ritter der Münzen. Der Eremit, die 6 der Münzen. Und hier sind noch 3 Karten gefallen. Der Herrscher, das Ass der Kelche und die 4 der Schwerter. Und an der Unterseite haben wir den Wagen. So, dann nehme ich auch die Secret Key Cards als Klärungskarten auf den Ritter der Münzen. Na, die wollte raus. Der karmische Seelenpartner auf den Eremiten. Wem das Mischen zu lange dauert, der spult bitte vor. Engel des Sanftmutes auf die 6 der Münzen. Das Echo auf den Herrscher. Das gebrochene Herz, das ist sehr interessant, okay. Auf das Ass der Kelche. Das Liebespaar, das ist ja unglaublich. Auf die 4 Schwerter. Die Geburt und das Roulette. Und auf den Wagen bitte noch eine Klärungskarte. Da haben wir schon eine. Die Wunderlampe. Ja, sehr schön. Also das Orakel sagt dir. Das ist sehr interessant, weil ich nehme hier tatsächlich 2 Personen wahr. Und zwar, was heißt 2 Personen? Hier steht ja unverhoffte Gäste, was ich eben schon gesagt habe. Und vielleicht hast du Menschen in deinem Umfeld, die auf dich toxisch wirken, aber es muss auch nicht unbedingt in der physischen Welt sein, sondern tatsächlich hast du vielleicht noch unverhoffte Gäste in deinen Gedanken, ja, in deiner Gefühlswelt von damaligen Erfahrungen. Denn ich habe hier den Herrscher. Entweder ist der Herrscher ein, sage ich mal, ein Mensch, der dich sehr stark verletzt hat, wo ein gebrochenes Herz bei dir hinterlassen wurde, entweder in der Liebe oder ein sehr enger Mensch, der dir sehr nah war,
Aber hier der Herrscher steht auch oft für ein Vaterthema. Wenn du jetzt ein Mann bist und mir zuschaust, kann das auch ein Mutterthema sein, je nachdem, wie es bei dir jetzt so passt auch, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass das Universum dich jetzt hier aufruft, ob es jetzt in der physischen Welt ist, ein Mensch, ja, der dir diesen Herzschmerz angetan hat, sag ich mal, der vielleicht noch, noch zur Zeit so in deiner Umgebung ist und dich noch nicht loslassen möchte, ja, wo du aber das Gefühl hast, das entwickelt sich nicht weiter, der blockiert mich einfach nur, dieser Mensch, beim Weiterkommen. Dann sagt dir das Orakel, wenn du das Gefühl hast, dass er dir Energie raubt, dieser Mensch, dass es jetzt Zeit ist, loszulassen, um dich frei zu machen für einen anderen Menschen. Wenn jetzt aber zum Beispiel das ein Vater- oder Mutterthema sein sollte, dann geht es einfach darum, dein inneres Kind zu heilen, ja, dein gebrochenes Herz zu heilen, so dass du dich eben auch frei machen kannst, wenn du das Gefühl hast, du wirst schnell angetriggert, ja, du fühlst dich schnell ungeliebt oder wertlos, ja, so dass du dich eben auch bereit machst für eine, hier schau mal, für die karmische Seelenpartnerschaft, ja, für, weil hier sind auch diese Lernaufgaben eben angezeigt, ja, und das ist jetzt hier, was ich hier wahrnehme, tatsächlich eine große Lernaufgabe für dich. Mach dich frei von diesen unverhofften Gästen, sei es eben in deiner Gefühlswelt, die noch von der Vergangenheit in dir rumschlummern, oder aber tatsächlich hast du noch so einen Menschen, der dich nicht loslassen kann, wo sich aber kein Potenzial drin sieht, ja? Genau, denn hier haben wir den Ritter der Münzen und hier möchte eine Energie auf dich zukommen, ja? Diese Energie kann jetzt aber noch nicht sofort auf dich zukommen, weil hier noch so eine Blockade bei dir ist, ja? Denn diese Energie hier von diesem Ritter der Münzen, das nehme ich hier als einen Menschen wahr, der so eine Stabilität in dein Leben reinbringen kann, ja. Und ich nehme hier eben auch wahr, dass du diesen Menschen erst begegnest, wenn du quasi diese Lernaufgabe erstmal hier anfängst. Das muss nicht zu Ende gestellt werden, weil dieser Mensch hier sicherlich auch noch nicht alles verarbeitet hat, ja, so dass ihr gemeinsam eben auch einen Seelenwachstum zusammen, sage ich mal, erleben könnt, ja, miteinander wachsen könnt. Und das finde ich hier sehr interessant. Also hier möchte ein Mensch, vielleicht kennst du diesen Menschen auch, ja, noch ist man nicht so weit, dass man sich so nah gekommen ist, sage ich mal, dass man auf dieser einen Wellenlänge schwingt, ja. Aber es kann eben auch sein, dass ihr euch noch nicht kennt. Ich habe aber das Gefühl, dass dieser Mensch hier schon in deinem Energiefeld ist und hier großes Potenzial anzeigt, dass das hier so eine Seelenpartnerschaft ist, ja. Wirklich ein, hier auch so eine Reife angezeigt wird, ja, wo man auch tatsächlich nicht unbedingt die Lernaufgaben schon fertiggestellt haben muss, aber gemeinsam auch dann weitergeht mit diesen Lernaufgaben, ja, zusammen in diesen Seelenwachstum geht. Dazu gehört es allerdings erstmal tatsächlich, diese unverhofften Gäste, sei es gefühlsmäßig oder tatsächlich auch Menschen in deinem Umfeld loszulassen, die dir einfach die Energie rauben, ja, weil da schau einfach immer, dass du selbst auch in einer hohen Schwingung bist. Tu dich immer mit Menschen und vor allem auch Gedanken befassen, die dir eine höhere Frequenz geben. Dann geht es hier darum, also der Eremit ist ja gefallen mit dem Engel des Sanftmutes. Und der Eremit sagt eben auch aus, dass es jetzt auch sinnvoll sein kann, sage ich mal, in einen kurzzeitigen Rückzug zu gehen, ja, dein eigenes inneres Licht wiederzufinden und in deine Herzheilung hier zu gehen. Denn der Engel des Sanftmutes sagt eben auch aus, ja, bitte heile dein Herz, geh wieder in die Herzöffnung, mache dich wieder frei von Ängsten und alten Erfahrungen, weil sonst, sage ich mal, wenn du immer wieder in den gleichen Emotionen der Verletzung lebst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du wieder diese Verletzungen erfahren wirst in der Zukunft. Deswegen ist es unheimlich wichtig, wenn dir der Rückzug zum Beispiel jetzt hilft oder du gehst auf eine kleine Reise, wo du für dich ganz alleine bist, dein inneres Licht einfach wieder zu finden, ja, und dein Herz zu heilen. Genau, denn hier mit den Sechs der Münzen und dem Echo ist das hier
auch sehr interessant. Hier geht es nämlich auch wieder um die Schwingungen, ja, ernten, was man sät. Das heißt, gehst du in die Herzheilung, hier in deine Herzöffnung, dann erntest du eben genau das, ja, und zwar diesen Menschen, den ich ja hier schon in deinem Energiefeld wahrnehme, der auch bereit ist, gemeinsame Lernaufgaben anzugehen, der bereit ist, gemeinsam zu wachsen in einer Seelenverbindung. Und deswegen schau bitte, dass du selber jetzt hier in deinen Ausgleich kommst, in deine innere Harmonie, dass dieses Yin und Yang auch ausgeglichen ist, ja, und dann bekommst du eben auch genau einen Menschen, der auch bereit ist oder der auch in seiner Balance ist, ja, und das ist eben dann auch sehr schön, wenn dann zwei Menschen, die in ihrer Balance sind, in ihrer Stabilität und in ihrer Herzöffnung sind, ist das eine sehr schöne Verbindung, ja, und dann schwingt ihr eben auch gleich und dann geht ihr beide auch in Resonanz miteinander, genau. Genau, das hatte ich ja hier schon am Anfang gesagt. Genau, der Herrscher kann wie gesagt eine Person sein, mit der du jetzt vielleicht vor kurzem eine schlechte Erfahrung gemacht hast oder aber eben in der Kindheit. Genau, und hier geht es einfach wirklich jetzt darum, wenn dieser Mensch zum Beispiel herzlos war, ja, oder einfach ja, für dich ein großer Verlust war oder eine schlechte Erfahrung, dann geht es jetzt wirklich darum, diese Dinge auch zu verarbeiten, sodass du tatsächlich ja, dich davon frei machst einfach auch. Und da kann dir auch wirklich das magische Gebet helfen, dich mit deiner inneren Quelle zu verbinden oder ne, je nachdem, an was du glaubst, sodass du da deine Kraft auch rausziehst. Ja? Vielleicht hast du auch einen tollen Menschen in deinem Leben, der dir gut zuspricht, der es gut mit dir meint, der dir einfach auch ein Gefühl von du bist gut, so wie du bist, gibst, ja, sowas in der Art, genau. Denn wenn du das hier schaffst, in deine Herzöffnung zu gehen, dich davon zu befreien, von diesem Loslassen der schlechten Energien, ja, der niedrig schwingenden Menschen um deinem Leben herum, auch wenn es in der Vergangenheit nur in deinem Kopf geschieht, dann machst du dich komplett frei für die große Liebe, denn hier ist das Liebespaar mit der großen Liebe und der Verbindlichkeit gefallen. Dann kannst du wieder aus dem Herzen heraus Herzentscheidungen treffen, ja, und wie ja hier oben auch das Echo, ja, das Leben ist unser Spiegel und wenn du da komplett dich frei machst auf deiner Herzgegend, dann kommt dieser Mensch hier angeritten, ja, auf seinem Ross und bietet dir ein total stabiles Angebot an, ja, was auch, weil die Münzen sind auch immer sehr beständig, die sehr bodenständig, nicht so, so volatil, ne? Das ist immer ganz schön. Und mach dich hier tatsächlich frei, sodass du hier wirklich ja, eine große Liebe, die du auch leben darfst, bis vielleicht sogar ans Lebensende, ja, leben kannst einfach. Genau. Und das kann jetzt, muss jetzt hier auch nicht unbedingt die Liebe sein, ne? Das sind einfach auch generell Verbindungen im Leben, auch kann auch Familienmitglieder sein, Freundschaften, einfach mit Menschen, mit denen du sehr eng wirst, die dir sehr ans Herz wachsen, denen du aber auch sehr ans Herz wächst, ja, das, wenn es jetzt bei dir so zum Beispiel um sowas geht, das ist natürlich auch für solche Situationen hier gedacht, genau, dann haben wir hier die vier der Schwerter mit der Geburt und das Roulette und das finde ich hier auch sehr schön, weil die Vier der Schwerter ist ja so ein bisschen wie der Eremit, ja. Und auch hier vor allem, ist finde ich auch so schön, hier auf der Karte ist auch das kleine Herz hier, ja. Und die Frau heilt sich hier auch gerade in ihrem Nest, geht erstmal in eine Umgebung, wo sie sich beschützt fühlt, vielleicht in den eigenen vier Wänden oder du fährst in die Berge oder an den Strand. Und genau, nutze jetzt wirklich so eine Zeit für dich, um die Sachen aufzuarbeiten, wieder in deine Herzheilung zu kommen, sodass du einfach so wie so eine Wiedergeburt hast, ja, sodass etwas Neues entstehen kann, in dir selber vor allem auch. Streif deine alte Rüstung ab, ja, die dich vielleicht bis heute noch negativ beeinflusst in deinen Entscheidungen, weil du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein oder ersetzbar zu sein, ja. Und das ist ganz wichtig, sodass du, ja, dass du wirklich dich jetzt hier heilst, dass etwas Neues entstehen kann und dass du hier einfach auch dich komplett mit anderen Menschen auf einer ganz tiefen Ebene vereinigen kannst, ja?
Und vor allem auch mit dem Roulette sagt das Universum natürlich dann auch, ja, sei mutig, wenn du jetzt zum Beispiel in die Herzheilung gehst und dann kommt dieser Mensch auf dich zu, dann kann es unter Umständen sein, dass du nochmal kurzzeitig Ängste hochkommen, weil umso mehr wir dann einen Menschen mögen, ne, oder uns verlieben, dann kommen wieder Ängste hoch, dass man ihn wieder verlieren kann, diesen Menschen. Und da geht es wirklich darum, dass du für dich dieses Risiko eingehst. Mutig, bitte mutig sein. Liebe oder tiefe Verbindungen generell sind was für Mutige, aber daraus entstehen eben auch die schönsten und tiefsten, innigsten Verbindungen, ne? Wenn wir uns komplett darauf einlassen, unser Herz komplett öffnen. Und was ich hier eben auch sehr schön finde, wenn diese Schritte hier tatsächlich gemacht werden von dir, ja, weil hier auf den Wagen ist hier auch die Wunderlampe gefallen, die Wunscherfüllung. Und da kannst du hier tatsächlich mit einem Wunder rechnen. Vielleicht warst du nie so davon überzeugt, dass so tolle Verbindungen überhaupt realistisch sein können oder tolle Freundschaften oder Liebesverbindungen, ne? Aber hier darfst du tatsächlich mit einem Wunder rechnen, wenn du jetzt hier von diesen alten oder Fremdenergien loslassen kannst, die dich irgendwie noch negativ beeinflussen in deiner Frequenz. Ja? Und dann geht es wirklich darum, versuch für dich eine Entscheidung zu machen und jetzt in Richtung deiner Wünsche zu gehen. Dann kannst du hier wirklich mit einem Wunder rechnen. Jetzt ist auch eine super Zeit dafür, ja, in diesem Rückzug, wenn du deine Herzheilung machst, kannst du dich natürlich dann auch damit befassen, was du jetzt auch manifestieren möchtest. Wie gesagt, ich sehe hier schon einen Ritter der Münzen, der ist hier schon in deinem Energiefeld, der noch nicht eintreten kann, weil eben noch diese Blockaden hier sind, aber ich sehe hier eine super Tendenz, weil hier ist der karmische Seelenpartner und karmisch muss nicht immer negativ sein, ganz im Gegenteil, karmisch bedeutet immer, was wir quasi in unserer Gefühlswelt ja sind, das ist ja unser Spiegel und wenn du in deiner Herzheilung bist, ja, dann kommt hier eben auch dieser Mensch, der in seine Herzheilung gegangen ist und dann habt ihr ein super Seelenwachstum hier angezeigt und wenn du das Gefühl hast, du brauchst hier Hilfe von oben oder ne, dann bitte benutze auch diese magischen Gebete und du wirst hier auch Hilfe bekommen vom Universum. Jetzt möchte ich noch, bevor wir das Reading beenden, eine Abschlusskarte vom mystischen Orakel ziehen. Also ich sehe hier super Zeiten für dich angezeigt. Jetzt müsstest du nur noch diesen kleinen letzten Schritt gehen, wenn du das Gefühl hast, du wirst hier noch irgendwie gefangen von irgendjemandem energetisch, der dir nicht gut tut. Wenn du das aber schaffst, das loszulassen, ja, dann sind hier super Zeiten für dich angezeigt. Dann gehen hier Wünsche in Erfüllung. Ja, du kannst hier tatsächlich mit einem Wunder rechnen und die große Liebe mit viel Gefühlswelt ist hier angezeigt. Genau, mit viel Verbindlichkeit. So, jetzt nehme ich noch ein mystisches Orakel, der Garten. Ja, und der Garten ist ja auch immer so eine Karte, ne? Pflege jetzt erstmal, ja, deinen Garten. Das heißt auch, vielleicht geht es auch jetzt erstmal darum, dass du gewisse Dinge auch aussortierst in deinem wohnlichen Raum, genau, ja, Schubladen aussortierst, auch vielleicht jetzt auf deine Ernährung achtest, denn umso gesünder wir uns übrigens auch ernähren, umso, sage ich mal, energiegeladener fühlen wir uns, ja, und wusstet ihr zum Beispiel, dass wenn man Fleisch isst, Fleisch ist ja eine tote Energie und oder Zucker oder Mehl. Und wenn man solche Lebensmittel konsumiert, dann tut sich automatisch unsere Frequenz auch runterschrauben. Versuch wirklich so viel Obst und Gemüse zu essen, viel Wasser zu trinken, denn das ist sind lebendige Lebensmittel, die dir auch dabei helfen, dich besser zu fühlen, auch dich in eine höhere Schwingung zu bringen generell, weil das, was wir zu uns zuführen, wir sind alles Energie, auch die Lebensmittel, alles auf diesem Planeten. Ja, und genau, bedenke dann immer, was du auch für eine Energienahrung zu dir nimmst. Ja, denn das nehmen wir natürlich auch in unseren Körper auf und das schwingt natürlich auch in uns. Das kann auch helfen und wie gesagt, auch hier mit dem Garten natürlich auch deine Gedanken sortieren, streif so ein bisschen diese negativen Fremdenergien von dir ab, die dir nicht gut tun, die nicht in Einklang mit deiner Wunscherfüllung sind. Genau. Ja, meine Lieben, das war das Orakel, mehr oder weniger vom Universum, genau. Dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen Sonntag und hoffentlich bis bald. Macht's gut, tschüss.